So, moin meine Lieben. Wir machen ein kurzes Ründchen, so 2 Stündchen. Dragon Age. Und heute Nachmittag machen wir dann ganz klassisch zur Uhrzeit, wie ich immer mache. Entschuldigung, jetzt habe ich gegen das Mikro gedonnert. So, mal gucken, ich hoffe, dass der Ton okay ist. Dann wollen wir mal. Okay, diesen Charakter nehmen wir nicht. Wir wollen unsere Madame hier haben. Wir sind im. Oh. Ach, wir waren im Vendanwald, ne? Genau. Wir sind im Vendanwald angekommen. Stimmt, das Spiel ist mir ja abgeschossen. Oh, jetzt ist dann wieder bei Steam Elements Mass Effect drin. Verdammt ich. Na gut. Ich habe das Stück nachgespielt. Das war aber Gott sei Dank, hatte ich vorher gespeichert. Das waren so 10 Minuten oder irgendwas. Damit konnte ich dann noch leben. Weil ich bin doch hier um die Ecke gerannt und dann hat sich das Spiel aufgehangen. Aber wie gesagt, ich konnte das, ich hatte kurz davor gespeichert. Alles klar mit dir? Gut. So. Dann wollen wir mal weiter. Wir sind ja hier noch lange nicht fertig. Das sieht aber auch komisch aus. Da bin ich jetzt in die falsche Richtung gelaufen. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Sehr mysteriös. Wir brauchen noch eine so eine komische Statue. Granitvorkommen. Granit haben wir gesammelt gehabt. Das hatten wir schon. Das war schon fertig. Da müssen wir uns nicht mehr mit befassen. So, da wollen wir mal. Oh ja, ich erinnere mich. Na gut, dann wollen wir uns mal Ihr unterhalten. kommt her. Ich wollte mich schon immer mit Statuen unterhalten. Na gut. Statue des Kriegers, okay. Es ist so lange her. Ich habe vergessen, wie ich heiße. Na prima. Aber ich bin ein Krieger. Ich bin ein Avar. Und ich bin verflucht. Ihr seid ein Barbar aus dem Volk der Avar? Ihr seid seit Jahrhunderten ausgestorben. Wie soll ich euch nennen? Mir fehlt die Zeit. Nein, nein, wir machen erstmal hier. Und noch weitaus länger. Vor unzähligen Jahreszeiten war ich ein Mann, der gefürchtet wurde, ein Mann des Krieges. Okay. Die Magier aus Tevinter, sie kamen hierher auf der Suche nach leichter Beute. Aber sie fanden mich, meinen Bruder, meinen Stamm. Bei der Festung der 1000 Wachten haben wir ihre Armee Na zerschlagen. du? Und dann haben wir Jagd auf den Magister gemacht. die Festung, was? Die Festung der 1000 Wachten? Meint ihr Vigils Wacht? Möglich. Die Zeit ändert alles. Hier haben wir den Magister gestellt. Hier wollten wir ihn Juvolla opfern, dem Gott Wie dieses bist du denn über Waldes. Johnny gestolpert? Hast auch nach Dragon Nachdem Age seine geguckt? Wachen eine nach der anderen gefallen waren, hat er meinen Bruder und mich in flüssigem Feuer gebadet. Sein Körper wurde zerrissen, aber mein Bruder und ich haben aus steinernen Ja, ich habe in meiner Augen Liste auch zugesehen. Mass Effect drin, Dragon Age, Assassin's Creed, Witcher und Gothic. Und da gucke ich dann auch immer, wer von den deutschen Spielern online ist. Kommt mir also sehr bekannt vor. Erzählt mir etwas von eurem Volk. Wir wissen fast nichts über euch. Ich habe so vieles vergessen. Ich erinnere mich nur an Also in Rache. den Streams, wenn ich selber nicht streame, Der findet man mich Magister meist. aus Tevinter, der meinen Bruder und mich verflucht hat, er führt eine Existenz, die dem Leben spottet. Er weckt ihn aus seiner Asche,
hier in der Nähe. Beschwört ihn herauf, tötet ihn. Ja, beruhig dich mal. Befreit mich. Fremde, nein. Was kommt denn hierher? Ja, du auch noch? Du bist die Statue des Friedens? Okay. Mein Bruder hat sich an euch gewandt. Hört nicht auf ihn. Der Tod des Magisters wird nichts bewirken. Ihr würdet in meinen Thronsaal passen. Okay. Euer Bruder hat also gelogen? Ich habe niemals erlebt, dass er die Unwahrheit gesprochen hat, aber er kann sich irren. Mein Bruder wird von seiner Wut verzehrt. Sein Zorn ist im Laufe so vieler langer Jahre immer weiter angewachsen. Aber Zorn wird uns nicht befreien. Rache wird uns nicht befreien. Ich habe diese langen Jahre genutzt, um nachzudenken und zu unseren Göttern zu beten. Was haben euch eure Götter geantwortet? Aber was wird euch dann befreien? Es gibt keine Befreiung, aber Frieden und Ruhe würden es uns erlauben, zu schlafen. Ich habe zahlreiche Jahreszeiten hindurch geschlafen und allein der Zorn meines Bruders hat mich zurückgerufen. Zeigt ihm den Weg. Dies muss keine Qual sein. Er scheint fest entschlossen, den Magister zu töten. Und wie soll ich ihn davon überzeugen? Na prima. Mit Argumenten oder Engelszungen. Er ist der Sohn des Vaters. Ein geborener Krieger. Ich habe im Laufe der vielen Jahreszeiten gesehen, dass durch Gewalt fast nie etwas erreicht wurde. Lehrt ihn dies. Mit Engelszungen. Na gut, okay. Die Tat ist noch nicht vollbracht. Euer Bruder sagt, der Tod des Magisters würde euch nicht befreien. Mein Bruder ist schwach geworden. In Wahrheit hat die Schwäche schon immer in ihm gesteckt. Er war ein Denker, ein Träumer, kein Krieger. Hat euch euer Zorn dann geholfen? Hat er euer Leiden verringert? Könnt ihr dem Magister nicht vergeben? Nein, nein. Okay. Diese steinerne Existenz ist unerträglich. Der Magister erhebt sich aus seiner Asche und bringt mein Blut zum Kochen. Er ist noch am Leben. Na gut, überreden. Euer Zorn hält euch gefangen. Wenn ihr loslasst, werdet ihr frei sein. Was ihr verlangt, ist schwierig. Moin, Master. Meine Seele verlangt danach. Ich muss mich auf den Tagschichtmodus einstellen. Bruder und mich verflucht hat. Ich war schon eine Stunde mit dem Hund unterwegs, hab schon gefrühstückt und jetzt habe ich mir gedacht, mach mal schnell mittags zwei Stündchen und dann heute Nachmittag wie zur gewohnten Uhrzeit. Weil ich habe ja ab morgen Tagschicht, 3 Tage und dann habe ich Urlaub. Ich will ja nicht im Urlaub als Nachtgeist hier rumeiern. Da war auch ein bisschen in den Tag rein. So, der Fluch kann nicht gebrochen werden. Ihr müsst euren Frieden damit machen. Ich werde es versuchen. Ich werde Zeit brauchen. Okay, wir töten trotzdem den Magister, weil wir es können. Hoffe ich zumindest. Komm her hier. Aua! Auf Wiedersehen. ich glaube, ich hatte gestern kurz was anderes gespielt. Ne, wir spielen auf Albtraum, okay. Gut. Das war... ja. Gut. Achso, sie hat ihren Frieden gemacht. Ihr habt ihn beruhigt. Wenn dies so bleibt, können wir vielleicht schlafen und in einer freundlicheren Zukunft wieder erwachen. Bist du sicher? Ich danke euch.
Seid ihr wirklich Barbaren aus dem Volke der Avar? Ist das von Bedeutung? Na, ich bin neugierig. Bevor ich schlafe, lasst mich euch noch ein Geheimnis der Erde zuflüstern. Ja. Über unsere geheimen Kräuter. Mögen sie euch hilfreich sein, Fremde. Gute Nacht. Plus plus, Quest absolviert. Was habe ich jetzt gekriegt? Nichts habe ich gekriegt. Typisch. Na gut, dann gehe ich wieder. Ach, ja. Enders Lähmung. Danke. Sigun, noch nicht fertig? Ich bin umgefallen. Betrachtet es als erledigt. Einen wunderschönen guten Morgen, das wünsche ich dir auch, Master. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Oh Gott, Rätsel, 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 ich hasse dieses Rätsel. Bleibt mal bitte alle stehen. Hund, du bleibst auch stehen, oder Wolf? Der Anfang ist hier. Oder, nee, hier ist der Anfang. So. Das ging so rum, dann so rum und dann so rum, oder? Irgendwie so. So rum war es nicht. Bitte nochmal von vorne. Betrachtet es als erledigt. So, jetzt. So, 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 so. Okay, gut. Wie ihr meint. Ja, ich meine es. Ich werde es tun. So. Oder so rum. Sehr schön. Ich muss mich kurz auf das Rätsel. Wenn ich mich einmal verklicke, muss ich es wieder von vorne machen. Ich hoffe, werde es tun. Es war falsch. Es war falsch rum. Ja, es war falsch rum. Uns fehlt dieser Stein. Sehr schön. Ich werde es tun. Es war falsch. Gut, machen wir das Ganze nochmal. Ach nein, es war richtig. Gut, danke. Her damit. Plus 3 alle Attribute. Ja, meins. So. Bis gerade beim Frühstücken. Plus 3 alle Attribute. Nee, ich will auf meins nicht verzichten. Anders. Nee, du behältst auch das. Sigun, plus 2 aller Attribute. Plus 1, Konzi, du kannst das haben, komm. Und wo ist es denn jetzt? Hier, du darfst das haben, bitteschön. Ja. Gut, ja, ihr dürft wieder kommen. Ihr dürft euch wieder bewegen. So, gehen wir weiter. Na, da oben ist sie. Machen wir erstmal noch den hier. Sehr schön. Enders! Lähmung! Lähmung! Verdammt! Oh, jetzt. Aua! Meine Magie wird nicht. Steh auf, Mädchen! Wir werden es schaffen! Wird erledigt! Naja, ob das gut war, das weiß ich jetzt nicht so genau. Das Herz des Waldes. Okay, das ist... Warum droppt der nix?
Nicht cool, der droppt nichts. Okay. Kopierte Schriften. Okay, da fehlt uns auch noch eins. Achso, wir haben das lebendige Holz schon. Okay. Achso, wir haben das schon. Na gut, dann soll uns das recht sein. Wo ist die letzte verdammte Statue? Da oben, ich sehe sie. Das machen wir zuerst, bevor wir mit Ines, der Botanikerin, reden. Wird erledigt. So, Sammelquest auch erledigt. Ich war heute, ich lasse ja meinen Hund normalerweise nie vorm Supermarkt sitzen, aber ich bin heute auch mal bei uns beim Edeka langgelatscht und habe ihn dann beim Rewe und habe ihn doch mal Bronze-Sextant, okay. Hab ihn mal vorm Supermarkt sitzen lassen. Das habe ich noch nie gemacht. So. Ihr steht in meiner Erde. Bist du nur ganz dicht, oder was? Was? Ich hatte diese Erde speziell für meine Pflanzen vorbereitet. Jetzt muss ich nur noch die Samen finden. Und auch das ist nur eine Frage der Zeit. Ja, sowas haben wir hier auf dem Dorf nicht. Dafür haben wir Sonne, Strand und Meer. Denn wir waren heute schon am Strand. Und das hast du nicht. So. Ihr seid Ines, die Botanikerin. Ihr habt also von mir gehört? Habt ihr etwa eines meiner Bücher gelesen? Nee, ich kann nicht lesen. Hier. Gwyn? Was will sie denn jetzt? Ich soll doch nicht etwa schon wieder irgendwelche stumpfsinnigen Schüler ausbilden, oder? Sie hat Aldred immer wieder mit seiner Pflicht gegenüber den Schülern genervt, obwohl er einfach nur seine Ruhe haben wollte. Kein Wunder, dass er wahnsinnig geworden ist und versucht hat, alle zu töten. Ah, ja. Der Rat der Magi braucht euch. Los. So, so. Ich soll also alles stehen und liegen lassen, um zu tun, was Gwyn von mir verlangt? Es ist schon einige Zeit her, seit der Rat das letzte Mal zusammengerufen wurde. Ja, ich weiß das. Ich bin ein Berliner Kindel. Vergiss das nicht. Nein. Ich kann nicht gehen. Noch nicht. Ich werde nicht aufbrechen, bevor ich nicht die Samen des nördlichen Dorngrases gefunden habe. Ich bin schon zu lange hier, um jetzt einfach aufzugeben. Okay, wirst du dann dahin gehen, wenn ich die Samen suche? Ja, ein weiteres Augenpaar kann wohl kaum schaden. Und solltet ihr tatsächlich Erfolg haben, kann ich bestimmt irgendeine Belohnung für euch auftreiben. Ihr müsst nach den Samen des nördlichen Dorngrases suchen. Die Pflanze hat breite, dunkelgrüne Blätter mit stacheligen Stängeln und wächst vor allem auf felsigem Untergrund. Ihr solltet nun mit der Suche beginnen. Ich muss einige Vorbereitungen treffen, bevor ich die Reise antreten kann. Ich hatte ja gestern, war das gestern? Nee, vorgestern haben wir es gespielt. Schon gesagt, dass wir uns diese Pflanze merken, denn wir sind ja schon dran vorbeigelaufen. Aber da war ja die noch nicht freigeschaltet. Also nehmen wir die jetzt mit. Zap, zap. Immer geradeaus. Ja, dann haben wir hier soweit alles erledigt. Dann können wir uns in die Mine wagen. So, jetzt blinkt sie. Jetzt können wir sie mitnehmen. Gut. Ja, ich hatte ja 2007 mal wieder erwägt, wieder nach Berlin zu ziehen. Aber dann habe ich mir das doch anders überlegt. Und bin stattdessen an der Ostsee gelandet. So. Los, Ines. Jetzt ab hier zu dem Rat der Magi. Hier wird nicht getrödelt. So. Und, hattet ihr Glück? Habt ihr nördliches Dorngras gefunden? Ja, selbstverständlich. Ausgezeichnet. Seht sie euch an. Sind sie nicht beeindruckend? Diese glatte Samenschale wie Onyx. Ihr, meine Liebe, habt wahrlich ein Wunder vollbracht. Hier, ich habe euch einige Kräuterarzneien gemischt. Und hier ist auch eine Liste mit Anweisungen, damit ihr sie selbst herstellen könnt, wenn ihr möchtet. Und nun ist es Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege ja irgendwann erneut. Viel Glück. Wahrscheinlich nicht. Da unten, wir sind hier oben im Norden. Wir sind nicht unten, wir sind oben. So. Dann
sind wir soweit fertig. Das Rätsel haben wir. Dann können wir jetzt erstmal diese Elfin suchen. Da! Noch mehr dieser Teufel! Kommt her hier. Betäubt. Anders, könntest du irgendwas Produktives machen? Sigun, fertig? Na, geht doch. Mist, wir haben volle Taschen. Wir müssen... Wie ihr meint. Wir haben volle Taschen, das ist nicht gut. Moment. Das ist echt nicht gut. Aber Gott, okay. Wir werden sehen. So, Stufenaufstieg. Sigun, du kriegst mal jetzt bei mir Leben. Du brauchst noch Ausdauer, wie es aussieht. Weiter. ...52 Geschick, okay. Und wir brauchen gar nichts. Ja, aber denk dir nichts. Also ich hätte aus Bayern auch nicht wegziehen sollen. Die Ostsee ist echt... jetzt bin ich 13 Jahre hier, echt mies. So, wir speichern mal. So. Ja, man wird eh gespeichert. Lebend bekommt ihr mich niemals. Also am liebsten würde ich sie ja gleich umbringen. Ich kann sie überhaupt nicht leiden, ne? Ich kann sie echt nicht leiden. Die geht mir echt auf den Geist. Können wir sie gleich töten? Denkt ihr wirklich, ihr könntet mir entkommen? Ich habe nicht vor, euch zu töten. Das stört mich nicht. Bringen wir es zu Ende. Darf ich sie töten? Ich mag sie nicht. Ja, das ist richtig. Darf ich sie töten? Nein, ich spiele einen guten Helden, oder? Ach, verdammt. Okay, ich habe nicht vor, euch zu töten. Ich trete nicht vor irgendeinen Richter der Schemlin. Ich beuge mich ihren Regeln nicht. Doch, ich will sie töten. Verdammt. Ich möchte einfach nur mit euch reden. Seid ihr denn bereit, mich Gerechtigkeit üben zu lassen? Ich will nur reden. Gut, redet. Die Menschen sind nicht verantwortlich für das, was hier geschehen ist. Die dunkle Brut hat die Menschen gegen die Elfen ausgespielt. Was? Das ist unmöglich. Die dunkle Brut besitzt keine Intelligenz. So, die dunkle Brut hat die Waffen hier platziert. Ich habe mich schon gewundert, dass diese Waffen einfach so liegen gelassen wurden. Aber ihr denkt wirklich, die dunkle Brut hat sie hier platziert? Das würde bedeuten, die dunkle Brut hat meine Leute getötet und meine Schwester verschleppt. Ich habe bei der dunklen Brut dieses Schmuckstück gefunden. Das gehört Serani. Sie würde sich niemals freiwillig davon trennen. Es war das letzte Geschenk unserer Mutter. Warum sollte die dunkle Brut so etwas tun? Ich weiß es nicht, aber ich werde es herausfinden. Aus Neugier vielleicht oder aus Bosheit? Sie verwandeln Frauen in Brutmütter. Ja, das ist richtig. Ich weiß es nicht, aber ich werde es herausfinden. Ihr habt zwar keinen Grund, mir zu vertrauen, aber ich bitte euch, lasst mich mit euch gehen. Nachdem ihr all diese Menschen getötet und mich angegriffen habt? In Ordnung, ich behalte euch im Auge. Nein, ihr seid eine Mörderin und verdient den Tod. Darf ich sie töten? Nachdem du all diese Menschen getötet hast? Ich habe mich von der dunklen Brut täuschen lassen und anderen das Leben genommen. Das ist wahr.
Ich erkenne jetzt, dass es ein Fehler war. Ich schwöre euch, dass ich diesen Ort verlassen werde, sobald Serrani wieder bei mir ist. Und ich werde niemals zurückkommen. Da war ich jetzt zu schnell. Ich vergesse immer, dass der Stream ein bisschen zeitverzögert ist, so ein paar Sekunden. Verdammt. Na, jetzt ist nichts mehr mit zwei. Also gut, schließt euch mir an. Nicht so schnell, ihr müsst für eure Verbrechen bezahlen. Ja, ist ja gut, wir sind ja hier die Gutmenschen, ist ja gut. Mein Name ist übrigens Velana, falls euch das interessiert. Nee, interessiert mich nicht. Wisst ihr, wo die dunkle Brut sein könnte? In irgendwelchen Tunneln, würde ich sagen. Ich bin mir nicht sicher, habt ihr vielleicht eine Idee? Naja, vielleicht hat sie was Produktives zu sagen. Ein Stück weiter nördlich gibt es eine verlassene Mine. Die Tunnel gehen bis tief unter die Erde. Dort werden wir die dunkle Brut finden. Ah, sie ist gelockt. Ach, verdammt. Ach, du grüne Neune. Es mich überfordert. Anders, du bist mein Heiler. Du bist schon so geskillt, wie ich das brauche. Zwei Magier, zwei Fernkämpfer. Okay, Orgrin. Oho. Na, dann müssen wir uns erstmal mit dem Skillen befassen. Orgrin, du kriegst Leben. Die Mine wird hart. Passiv. Wunderbar. So. Sie sind Hüter, Magier, Blutmagie. Und dann den Arkanenkrieger. So. So. Okay, du kriegst auch die zwei Sachen. Ich sag gerade nichts, weil ich überlegen tue. Nee, aber die ist wirklich so zickig, dieses Weib. Also die geht mir echt auf den Keks. Wie gesagt, ich sag jetzt gerade nichts, weil ich hier gucken muss, was ich hier mache. Ich habe eigentlich so meine Standarddinger. Das nutzt alles nichts. Was kann denn der Hüter? Eins mit der Natur. Dornenklingen. Ah, nee, der Hüter gefällt mir überhaupt nicht. Okay, dann kriegst du noch. Dann hast du immer noch vier, verdammt. Rückstoßfeld ist nicht schlecht. So. Dann müssen wir mal gucken. Velana. Sieht der Heiler aus? Oh ne, das Vernichter. Vernichter ist nicht schlecht. Müll. 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 Okay, Vernichter. Ziel ist Elite oder höher. Gehen wir nach oben. Mana, so geht auch nach oben. Selbst mit Nahkampf attackiert. Rückstoß.
verwendet. Magischen Angriff. Wo ist er denn? Mana-Stoß hier. So. Guck mal, ob wir ihr noch was geben können. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Weg damit, weg, weg, weg. So. Wiederbelebung. Gefängnis. Lähmung. Weg damit. Weg damit. So. So. Das sieht doch ganz gut aus. So. Achso, was zu anziehen braucht ihr ja auch noch, oder? Heilung. So, gucken wir mal. Und noch ein paar Zauberstäbe. Plus 4 alle Attribute. Nee, so guten Zauberstab kriegt die von mir nicht. Hier, du kannst plus 10 Magie haben. Da bin ich jetzt nicht so zickig, aber. Körperlicher Widerstand. Gesundheitsregeneration im Kampf und Mana-Regeneration im Kampf kannst du haben. Den Kampfmagier kannst du auch haben. 1 Magie. Hier, nimm das mal. Ich bin gerührt. Hab Dank. Das ist aber nur, weil ich Platz in meinen Taschen brauche. Bilde dir nichts ein. So. Dann wären wir soweit, dann können wir gehen. So, den Fix haben wir auch drauf, damit sie uns die Klamotten nicht klauen. Ja klar, ist in Ordnung, oder? Ein Oger. Level 15, okay. So, da vorne ist ein Magier, ich weiß es ganz genau. Da. Los Leute, macht den Magier. Jetzt ist es Zeit zu kämpfen. Können meine Magier nicht mal irgendwas machen, was ich denen sage? Die Penner, wenn ich jetzt sterbe. Mögen wir die Götter Stärke schenken. Hey, ihr nutzlosen Magier. Muss ich das alleine machen? Ey. Ogryn. Ja, anders, warum nicht gleich so? Verdammt nochmal. Was böse, Mutti! Ist doch wahr, die haben doch Mana-Stoß. Warum muss ich hier zweimal halb tot sein? Sehr schön. Sehr schön, ja. Hast du wenigstens was? Ups. Auf 5 Gold ist nicht schlecht, oder? Unglaublich. Anders, du kriegst noch ein bisschen mehr Mana. Und noch ein bisschen mehr Leben. Und das Elementarchaos. So. Dann ab in die Mine. Jetzt wird's lustig. Brief eines Minenarbeiters. Thaddeus, die Arbeit hier ist gefährlich. Natürlich verdienen wir hier gutes Geld. Aber seit wir zu den Ruinen durchgebrochen sind, gibt es hier nichts als Probleme. Der Vorarbeiter ist in dem Schacht abgestürzt. Okay. Na gut.
Was? Holzkiste? Da gibt es eine Holzkiste. Das ist ein bisschen Lyrium-Sand. Ja, ja. Ich bin aber nicht müde, ich will nicht schlafen. Verdammt ich. Die Kommandantin der Grauen Wächter. Sieht aus, als ob ich in einem Laborratte bin, oder? Fürchtet euch nicht. Eure Verletzungen wurden versorgt. Was ich tun muss, tut mir leid. Ich möchte nicht euer Feind sein. Aber noch ist es nicht so weit. Schlaft. Na prima. Die nur angetan. Sie haben mir gar nichts angetan. Mir geht es gut, Velana. Er will nicht mich. Ich muss euch von hier fortbringen, bevor etwas Schlimmes geschieht. Ich will nicht, dass sonst noch jemand verletzt wird. Also gut. In Ordnung. Lass mich hier raus, dann bringe ich dich nach Hause. Die dunkle Brut hat eure Sachen. Wenn ihr vorsichtig seid, könnt ihr sie euch zurückholen. Na super. Sie werden nach euch sehen wollen. Ihr müsst euch beeilen. Überreden. Bitte sagt mir, was hier vor sich geht. Ihr müsst doch etwas wissen. Ich weiß überhaupt nichts, aber nehmt diesen Schlüssel. Er öffnet eine Truhe im Zimmer des Gesandten. Vielleicht findet ihr dort einige Antworten. Wo hast du den her? Ich habe ihn gefunden. Ah, Sie kommen. Ja. Ihr müsst gehen und aus diesen Minen entfliehen. Bitte. Ich kann dich nicht hier zurücklassen. Serrani, warte! Na gut, dann, wir haben schicke Sachen an. Ich bin begeistert. Da! Noch mehr dieser Teufel! Magier! Ich betrachte das als erledigt. Okay, hier. Halt mal. Los, Ihr könnt doch zaubern. Warum müsst ihr denn boxen, ihr Trottel? Okay. Betrachtet es als erledigt. Verdammt, warum kriege ich denn hier nichts auf? Okay, hier haben wir erstmal ein bisschen Ausrüstung. Gut, okay. Wird erledigt. Vielleicht finden wir noch irgendwo was. Erstmal ist nur Orgrin und ich wichtig. Weil wir sind die Nahkämpfer. Orgrin, der hat eine Rüstung. Ne, der hat keine Rüstung. Okay. Gut. Wir nehmen den Pfeil. Ach so, wir haben ja nicht auf Stärke geskillt. Na gut. Na, dann gib mir wenigstens noch die Dinger. Du brauchst nix, du brauchst auch nix. Du kriegst Rüstung, die Stiefel und Schwert. Ja, Hoglin, mehr geht nicht. Tut mir fürchterlich leid. So. Wird erledigt. So, dann wollen wir mal. Diese Balliste ist ziemlich günstig platziert, findet ihr nicht? Ja, finde ich auch. Für Kunst habe ich ohnehin nicht viel übrig. So.
Die dunkle Brut hat uns aufgespürt. Ich werde es tun. Wird erledigt. Anne, das ist dir eingefallen, dass du zaubern kannst? Unglaublich. Ey, eine Kettenrüstung ist für Auckland ein bisschen besser. Komm her, hier. Sieht seltsam aus. Dunkle Brut! Schlechtere Gebete! Wie ihr meint. Mögen wir die Götter stärken! Ey, unsere Magier, die boxen, oder? Sonst fällt euch nichts Besseres ein. Sehr schön. Ich werde nicht wanken! Wie ihr meint. Wenn wir wirklich kämpfen müssen, sollten wir das kurz und schmerzlos machen. Du hast ja wirklich so eine Visage. So, Orgrin, der hat eine schwere Rüstung. Komm her. Kriegsschrei. So, hier. Zieh was Ordentliches an. Eine Mütze kriegst du auch noch. So. Hab bloß kein Großschwert. Na gut. Mhm. Ah ja, noch ein Magierstab. Den geben wir mal Enders. Hier. So. Sind wir doch schon etwas ausgerüstet. Dunkle Brut! Sehr schön. Jetzt hat das geklappt mit dem Magier. Betrachtet mir die Götter Stärke schenken! Beiß dich in den Arm ab! In die Schlacht! Ihr meint. Wenn ich mit dir fertig bin, ich hab böse Schockpulver eingeschlafen. Ein roter Nebel auf den Boden! Beruhig dich, Orglin. Betrachtet es als erledigt. So. Da wollen wir doch mal gucken. Was ist das denn? Da hat Orglin Sachen. Hey, das gehört mir. Das Ding da hat meine Sachen. Es hat meinen ganzen Krempel mit seinen bleichen, feuchten Händen betatscht. Hol's dir wieder. Los. Betatscht ungestraft Orglens Sachen. Dann hol's dir wieder. Komm, Orgel. Wie ihr meint. Drachen. Nicht euer Ernst jetzt hier. Ich zeige euch, warum Magier so gefürchtet sind. Ich werde es tun. Mäuschen, triffst du auch irgendwas hier mit deinem Bogen? Betrachtet es als erledigt. Höre den Sound der Natur! Okay. Ach, hier ist er. Wir müssen mal aufpassen, die sind ein bisschen twiggy, damit wir unsere Klamotten wieder kriegen. So, Orgrin, du bist voll ausgerüstet wieder. Eine Abteilung. Legion, Legion. Legion. Wo ist deine Axt? Da ist dein Gürtel, da ist deine Axt. Kriegerring und dein Amulett. Hier. So. Orgon haben wir fertig. Und schauen wir mal, dass wir unsere Klamotten auch wieder kriegen. Betrachtet es als erledigt. Drachen. Das kann ja lustig werden. Hallo, einer da? Glänzender Malachit, okay. Ah, wer bist du denn? Ihr seid die Kommandantin der Wächter. Ich hätte nicht erwartet, euch hier zu begegnen.
Haben diese Bastarde euch also auch erwischt? Ja, haben sie. Ich hatte gehofft, ihr hättet mehr Glück als der Rest von uns und würdet der Gefangennahme entgehen. Ich wollte genau wie ihr mithelfen, die Wächter Fereldens wieder aufzubauen. Wir waren noch nicht einmal eine Woche in Vigils Wacht, als die dunkle Brut kam. Ich glaube, ich bin als einziger noch übrig. Die anderen sind entweder tot oder haben ein noch schlimmeres Schicksal gefunden. Okay, sorry, tut mir leid. Es ist sinnlos, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Ihr müsst fliehen. Die dunkle Brut hat irgendetwas mit euch vor. Und es ist bestimmt nichts Gutes. Aber hört mir bitte zu. Es gibt hier einen der dunklen Brut mit einem gewaltigen Streithammer. Er hat mir die Beine zerschmettert. Und er hat meinen Ehering gestohlen. Ich bitte euch, erschlagt ihn, Kommandantin. Bringt den Ring zu meiner Frau nieder in Amaranthine. Sagt ihr, dass ich bei dem Versuch gestorben bin, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen? Okay, das werde ich. Er wollte diese Welt zu einem besseren Ort machen? Was für eine geistlose Aussage. Denkt er wirklich, sie würde seinen Tod dadurch leichter verschmerzen? Du gehst mir echt auf den Geist, Mädel. Könntet ihr vielleicht eure innere Stimme benutzen, Velana? Ihr seid bestimmt ein gern gesehener Gast auf Beerdigungen. Ich bin nicht ihrer Meinung. Zumindest wüsste sie, dass er nicht umsonst gestorben ist. Oh, Menschen. Ich danke euch, Kommandantin. Möge der Erbauer auf euch herablächeln. Minus eins. Du gehst mir echt auf den Geist. Ja, na gut. So eine zickige Alte. Verdammt. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Hallo, einer da? Na klar. Au, oh, ein Magier. Das da gehört mir. Und ich mag es gar nicht. So. Es wird keine Gnade geben. Du hast nicht getroffen, Mädchen. Ey, die ist nicht sexy. Die ist wirklich anstrengend. Achtung! Achtung! Anders! Mach irgendwas Produktives! Geh weg von mir. Wo ist denn Orgrin? Aua! Wie ihr meint. So, jetzt gehst du mir echt auf den Geist. Orgrin, da hinten bist du. So, komm, wo rennst du denn rum? Wird erledigt. So, Velana, deine Klamotten waren hier. Gut. Dann haben wir sie auch fertig. Was hatte ich ihr denn gegeben? Den Stab hatte ich ihr gegeben. Handschuhe, Stiefel, Robe. So. Hatte ich ihr nicht noch eine Mütze aufgesetzt? Genau. So. Ist sie auch fertig? Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. So. Da steht auch ein Magier. Ne, da müssen wir erst in die andere Richtung. Wie ihr meint. Ein Fernglas. Irgendjemand. Achso, Dings. Hm. Wir sind doch von hier gekommen, oder? Ja. Also können wir nur in die Richtung. Okay, dann hat der nächste Enders Sachen. Hey, das sind meine Sachen. Ja, ja. Nicht! So. Drachen. Ich verfüge über die Wachen.
So, okay. Führe den Zaun der Natur! Könnt ihr mal was tun? Ich werde es tun. Oh, die hat meine Klamotten. Meine Sachen, geh her da. Komm her da. Führe den Zaun der Natur! Komm her hier. Das ist meine Rüstung. Halt! Okay, gut. Orin, mach das mal, ist mir egal. Ich will meine Klamotten wieder haben. So. So. Segen. Lebenswächter. Beim zweiten. Ey, mein Bogen ist weg. Mein guter Bogen ist weg. Das ist jetzt mies. Na gut. So. Ich bin erschöpft. Wer ist erschöpft? Ich? Nein. So, und jetzt, das ist Anders. Können wir uns mal bitte... Wo bist du denn hingelaufen, du Schnarchnase? Es wird keine Gnade geben. Kopf ab hier. So. Dann ziehen wir Anders noch an. Dann hat der Fix ja gut geklappt. Weil wenn man sich nicht den Fix runterlädt, dann kann es sein, dass einer oder zwei ihre Klamotten nicht wieder kriegen. Und dafür gibt es so einen... Zauberschutz. Was? Du brauchst irgendwie mal bessere Ringe. Das ist ja völliger Mist, was du hier hast. Habe ich das mit Velana ver? Nee. Doch, der Ring des Hüters gehört ihr. Beschränkung Velana. Gib mir mal das. Das ist mir wichtiger. Feuerschaden, Kälteschaden. Naja. Machen wir es so. Kannst du den haben. So, Anders. Anders hat keine Stiefel. Hier. Zieh das Ding an. Gut. So, wir sind wieder vollzählig. Vollständig. Okay, dann gehen wir weiter. Und suchen mal den, der den Ehering gestohlen hat. Und noch zwei so Haubentaucher. So. Ja, speichern wir eine Option, ne? Herlock Drachenbändiger. Wunderbar. Der Drachen ist nicht zu spaßen. So. Ein Drachen. Ein kleiner Drago. Sehr schön. Hier ins Ehering. Gut. Beinbrecher. Ach, da ist noch ein Drache. Okay, den habe ich gar nicht gesehen. Wir nehmen das Drachenei mit. So. Noch ein Drachenei. Na gut. Kurz und schmerzlos. Hast du auch was? Eine Schruppe, die uns nichts nutzt. So. Ey, so langsam wollen wir hier raus. Ich habe die Nase voll. Habe ich euch eigentlich schon betrachtet es als erledigt. Mal erzählt, dass ich Frauen mit Tätowierungen unglaublich attraktiv finde? Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass ich die meisten Menschen sowohl körperlich als auch moralisch abstoßend finde? Gut zu wissen. Schön.
Ah, das ist die Kiste, die wir am Anfang gesehen haben. Genau, gut. Da lang. Ich glaube, das Eisen haben wir schon gefunden gehabt, ne? Dunkle Brut. Dunkle Brut, was sonst? Komm her hier, du Mist. Der ist doch mal ein Drache. Was willst du denn hier? So. Nekromant. Was denn jetzt denn noch? Hab keine Gnade mit ihnen. Wo denn? Ach, da hinten. Ja, ich glaube, wir sind jetzt schon so OP, dass das schon Pillepalle ist hier. So. Mal schauen, dass wir hier nichts liegen lassen, weil wir kommen hier nicht mehr her. So, von da sind wir gekommen. Dann gehen wir mal weiter. Ich weiß, was ich vergessen habe. Wir waren in dem einen Raum nicht. Da gab es noch ein Rätsel mit einer ganz guten Rüstung. Verdammt, ich wollen wir da nochmal zurückgehen? Hab einen schönen Tag, Master. Danke fürs Reinschauen. Bye, bye. Ach, wir gehen nicht mehr zurück. Drauf. Schissen. Wie ihr meint. Oh, das ist das Labor, da kann man ein bisschen einiges lesen. Ist jetzt echt doof. Kapuze. Fünfzehn Willenskraft, das ist natürlich... Anders. Mana ohne Ende für dich. Coelia. Hunderteinundzwanzig Mana. Okay. Da kann ja gar nichts mehr schief gehen. Ja, das habe ich jetzt vergessen. Das habe ich echt vergessen. Mist. Ich werde es tun. So, hier dürften unsere restlichen Klamotten drin sein. Ja, alles da. Mein Inventar ist voll, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Ich kann es auch nicht ablegen. Ich muss mal gucken, kann ich bei dir verkaufen? Ihr solltet nicht hier sein. Ja, du auch nicht. wurdet ihr ebenfalls gefangen? Ja, zuvor. Ich habe eine Vereinbarung mit diesen Kreaturen getroffen. Und sie haben mich freigelassen. Ich bringe ihnen Waren. Sie geben mir Gold. Wisst ihr, was hier vor sich geht? Nein. Mich interessiert nur, dass die Dunkle Brut unsere Vereinbarung einhält. Sie in Frage zu stellen wäre nicht ratsam. Habt ihr keine Angst, euch zu infizieren? Das wird nicht geschehen. Mir wurde Schutz zugesichert. Kannst du mir was verkaufen? Ich muss Müll loswerden. Sonst kann ich meine Sachen aus der Kiste nicht mitnehmen.
Sachen auch weg. Ja, Orgrin seins ist besser, was er hat. Ach, weg damit. Das heben wir mal noch auf. Das kann alles weg. Ach, die Pfeile können auch alle weg. Die Feuerpfeile heben wir mal noch auf. Zorn der Magie, den Stab heben wir auf. Der kann auch weg. Entschuldigung, wir müssen hier ein bisschen aussortieren. Nur, dass wir nicht das Richtige, nicht das Beste verkaufen. Dann ärgere ich mich. So, das sind Geschenke. So, warte mal. Ich glaube, ich habe irgendwas verkauft, was ich wichtig fand, oder? Nee. Hast du denn noch irgendwas für mich, was interessant wäre? Entschuldigt bitte. Komme ich nicht mehr in sein Inventar rein? So was Dummes. Na gut. So, den Rest bitte auch noch. So, und jetzt? Ihr seid zurück. Also, Rabatt hätten wir auch noch gekriegt. Egal. Wärt ihr bereit, in Vigils Wacht Geschäfte zu machen? Vigils Wacht? Hm. Das ist diese Festung der grauen Wächter nahe Amaranthine. Ja, das kenne ich. Wenn dort Geld zu machen ist, wird Armas dort sein. Wir werden uns wiedersehen, falls ihr diesen Ort überlebt. Na prima, okay. Ich mache mich wieder auf den Gut, Weg. Gut, geht. Ich werde euch der dunklen Brut gegenüber nicht erwähnen. Das ist sehr nett von dir. So, ich glaube, wir sind bereit. Wir machen mal einen extra Speicherstand. Achso, bitte Momentum. So, los geht's. Gut. Na klar, was sonst? Ja, dann mach, Anders! Lähmung! Jetzt hat er mich mit irgendwas verzaubert, verdammt! Jetzt bin ich auch noch betäubt! Okay, ich gehe mal auf Anders rüber. Anders, beweg dich, hau ab! Verdammt! So. Sprecht eure Gebete! So, unsere Magier sind tot. Ja. Jetzt haben wir die Popokarte. Aua! So. Hey, die haben noch volles Leben. Ich werde es tun. Ich werde es tun. Ja, nimm mal hier irgendeinen Heiltrank. Okay, danke. Ich bin noch nicht tot.
Anders, wo bist du? Oh, Anders ist wieder umgefallen. Verdammt. Heil dich erstmal voll hier. Komm, mein Freund. Geh runter von mir. So. Ey, die Mistviecher. Ich werde. Hoggrin. Autsch. Die haben noch halbes Leben. Der auch noch. Sei lieber vor. Hoggrin, Heilung. Hier, nimm mal einen Mega-Umschlag. Du nimmst auch einen Mega-Umschlag. So. Ich werde es. Mädchen, los geht's. Gammig. Ich hasse Drachen. Komm schon. Nummer 1. Ohne Worte. Ist auf Albtraum dann doch nicht so einfach. Eieieiei. Wer bist du denn? Nein! Was hat sie bei dieser Kreatur verloren? Wir müssen zu ihr! Wir haben hier volle Frame-Einbrüche. Wir werden mal das Ding hier noch fertig machen und dann mache ich wieder ein kleines Päuschen und dann bin ich um 15 Uhr wieder da, wie ich es ja vorher gesagt habe. Eure Schwester ist nicht mehr zu helfen. Wir werden einen anderen Weg finden, sie zu finden. Ich verspreche es euch. Ja. Sie sind die dunkle Brut. Sie gehen unter die Erde, in die tiefen Wege. Das tun sie immer. Die Heimat der Kinder des Steins. Ja. Es heißt, die Wächter könnten die dunkle Brut selbst tief unter der Erde noch spüren. Ich will mich den grauen Wächtern anschließen. Verleiht mir die Fähigkeit, diese Kreaturen in der Tiefe aufzuspüren. Der Beitritt könnte euren Tod bedeuten. Außerdem wird man den Geschmack im Mund stundenlang nicht wieder los. Anders! Ich fürchte den Tod nicht. Ich biete euch meine Dienste an. Im Austausch für die Kräfte, die mir euer Orden verleihen kann. Was sagt ihr? Naja, gut, okay. Mar Serranas. Können wir dann gehen? Ich habe genug von diesem Ort. Ja, ich auch. So, wo ist der Ausgang? Da nicht. Ey, Moment mal. Betrachtet es als erledigt. Handschuh des Frettchens. Okay. So. Gibt es da noch irgendwas? Nee, ne? Nein, natürlich nicht. So. Ich werde es tun. Wie bedauerlich. Nein, es ist für uns verloren. Es ist sinnlos, zurückzukehren, Uther. Deine ehemaligen Gefährten sind beeindruckend, wird schwer, sie zu überzeugen. Nein, Uther, ich werde mein Versprechen dir gegenüber erfüllen. Noch ist nicht alles verloren. Na, da wäre ich mir nicht so sicher. Komm,
Wir müssen uns auf die Schlacht vorbereiten. Tja. Da haben wir eigentlich noch die Schwarzmarschen, nur noch die Schwarzmarschen und dann haben wir schon den finalen Kampf. Und ich würde sagen, das machen wir heute Nachmittag. Wir gehen noch schnell zu Wiegels Wacht. Und dann, glaube ich, können wir das heute Nachmittag durchspielen. Ach Gottchen, nein! Oh, verdammt! Dem Erbauer sei Dank, dass ihr hier seid. Die Dinge geraten außer Kontrolle. Mein Sohn ist am Verhungern! Öffnet die Kornkammern! Ihr müsst euer Volk ernähren, verdammt! Es sind schwere Zeiten, Kommandantin. Das einfache Volk ist verzweifelt. Könntet ihr mit ihnen sprechen und sie beruhigen? Vielleicht könnt ihr sie ja zur Vernunft bringen. Aufständische beruhigen? Schlagt sie nieder, Varel. Gebt den Befehl. Wir lassen uns nicht... Lass die Kommandantin sprechen. Aber wir brauchen etwas zu essen. Wir... Ruhe! Glaubt den leeren Versprechungen der Kommandantin nicht. Wenn wir die Kornkammern erreichen, können wir unsere Familien ernähren. Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass ich... Müssen wir jetzt die Bauern töten oder was? Wie frustrierend ist das denn? Zu den Waffen! Verdammt! Man kann das friedlich lösen, ich weiß das. Ich will die Bauern nicht töten. Ach Mensch! Das ist da jetzt doof gelaufen. Echt blöd. Ich werde dich vernichten! Ja, wir haben gesiegt! Es ist Zeit für meinen Freund. Bauernaufstände. Sie gehen niemals gut aus. Und wir hätten eine andere Lösung finden müssen. Ja, es gibt eine friedliche Lösung. Ihr wisst ebenso gut wie ich, dass man diesem Pöbel nicht nachgeben darf. Sonst wird man über kurz oder lang von ihm beherrscht. Ihr habt ja recht, Garrival. Ihr findet mich in der Festung. Tja, das, so hatte ich das jetzt auch nicht gedacht. Wie gesagt, ich weiß, dass es eine andere Möglichkeit gibt. Ah. Die Geschäfte hier laufen gut. Vielen Dank. Das freut mich. Erinnert ihr euch an mich? Ich bin die Händlerin, der ihr geholfen habt. Herrin Woolsey und ich haben eine Vereinbarung getroffen. Ich versorge die anderen Händler hier mit neuen Waren. Der Erbauer segne euch, Sir. So. Hier habe ich auch noch was. Ihr seid zurück. Benötigt ihr etwas? Hier, Erzvorkommen. Das wird uns enorm weiterhelfen. Wade, die Kommandantin, hat ein Silberitvorkommen entdeckt. Amaranthine ist wirklich reich an Bodenschätzen. Meister Wade hat mehr als genug Material, um all eure Männer angemessen auszurüsten. Ich bin euch ja so dankbar, dass ihr all dieses langweilige Metall gefunden habt. Na toll, Herrin. Ich bin außer mir vor Freude. Und jetzt los. Wir sollten nicht noch mehr Zeit verschwenden. So, Wade. Für dich habe ich auch noch. Ja, Kommandantin. Hier, alles für den Golem-Panzer. Dann trete zurück. Das wollten wir schon lange machen. Ein gutes Stück, bitte. Herrin behauptet, ich sei manchmal ein wenig übereifrig mit meinem Hammer. Ich habe getan, was ich konnte. Aber ich bin nicht zufrieden damit. Nicht im geringsten. Wenn ihr dieses Ding aber unbedingt tragen müsst, dann sagt bitte niemandem, dass es meine Arbeit ist. Okay, so. Ja, Kommandantin. Hier die Borke. Oh, zeigt her, zeigt mal her. Ja, wie wundervoll. Das könnte Kernholz sein. Und was ist Kernholz? Das weiß ich auch nicht so genau. Die Dalish-Elfen geben so ungern etwas preis. Wenn ich ein wenig damit herumexperimentieren würde, könnte ich daraus vielleicht einen Bogen oder ein Schild machen. Aber das geht nicht sofort. Hier habt ihr eine Liste mit Materialien, die ich dafür benötige. Es könnte schwierig sein, an sie heranzukommen, aber ihr müsst sie mir beschaffen. Ja. So, dann gehen wir dem Zwerg noch. Wir haben noch den Lyriumstaub da. Haben wir das auch noch erledigt? Oh, stattet ihr dem alten Dworkin mal wieder einen Besuch ab? Mhm. So, ihr habt Glück, ich hab hier sowas. Ausgezeichnet. Wirklich, ausgezeichnet.
Wir haben so viel Lyrium-Sand, dass wir eine ganze Weile beschäftigt sein werden. Richter, bevor ihr zulasst, dass sich mein Bruder in kleine Stücke sprengt, sagt ihm doch bitte, er soll vorsichtig sein. Hört einfach nicht auf Waldrick. Ich weiß, was ich tue. Wie viele Gesellen hast du verloren? Drei? Oder waren es vier? Wir alle kennen das Risiko. Und wenn wir Erfolg haben, gehen unsere Namen in die Geschichte ein. Tut, was ihr für richtig haltet, gebt es eure Grenzen. Euer Bruder hat recht. Ihr seid niemandem eine Hilfe, wenn ihr tot seid. Na schön, wir werden vorsichtig sein. Bist du jetzt zufrieden, Waldrick? Danke für eure Hilfe. Bitte, nehmt die hier. Damit könnt ihr diesen Bestien etwas zum Nachdenken geben. Ach Gott, er ist völlig verrückt. So, du warst ja auch noch. Da haben wir ja auch noch was gefunden. War eure Suche nach Granit erfolgreich? Hier, im Wendeanwalt. Ausgezeichnet. Nur leider kann ich nicht riskieren, dass meine Männer von dunkler Brut angegriffen werden. Natürlich nicht. Ihr müsst einige Soldaten aussenden, die den Ort sichern. Okay, ihr bekommt eure Wachen. Hab Dank, Kommandantin. Die Wacht wird nicht fallen, das schwöre ich. Na, das will ich aber auch hoffen. So. Dann würde ich sagen, ach, wir gehen mal noch schnell rein. Mal sehen, ob noch einer was von uns will. Wahrscheinlich. Ihr verdient eine Entschuldigung. schon in Ordnung, das ist nicht nötig. Du kannst ja nichts dafür. Doch, es ist nötig. Und es ist nicht in Ordnung. Als ich aus den Freien Marschen zurückgekehrt bin, war ich überzeugt, dass meine Familie vernichtet wurde, weil sie im Krieg auf der falschen Seite gestanden hat. Aber mein Vater hatte sich das selbst zuzuschreiben. Mhm. Nicht irgendwelche Intrigen waren schuld daran, sondern ein einzelner, selbstsüchtiger Mann. Ich hätte es besser wissen müssen. Ich bin mir sicher, euer Vater hatte irgendwann vielleicht auch mal gute Seiten. Ja, die hatte er. Früher. Mhm. Aber das ist keine Entschuldigung für seine Taten. Ich war einfach dumm und habe wie ein Kind euch und den Wächtern die Schuld gegeben. Und dennoch habt ihr euch als so etwas wie eine Freundin erwiesen. Oder verstehe ich auch das falsch? Nein, Nathaniel, du bist mein Freund. Gut. Wisst ihr, als ihr mich verpflichtet habt, hätte ich niemals gedacht, dass es mir irgendwann gefallen würde. Aber wir sollten uns wieder auf den Weg machen. Ich möchte nicht noch mehr eurer Zeit vergeuden. Nathaniel ist echt ein Guter, davon mal abgesehen. Und er kann ja nichts dafür, dass sein Vater so war. Ah, siehst du, wir sind Freunde. So. Sie hat noch was auf dem Kopf. Achso, weil wir die Händler, glaube ich, gefunden haben. Ich frage mich, wo ihr die alle aufgetrieben habt. Mhm. Vor allem der Kunari ist ziemlich dubios. Aber der Handel in der Wacht ist wieder lebendig. Das wird uns bei unseren kommenden Aufgaben mit Sicherheit hilfreich sein. Aufgrund der Überschüsse in unserer Kasse habe ich mir erlaubt, dies hier für euch zu besorgen. Gut gemacht, Kommandantin. Dankeschön. 60 Gold. Boah. Das ist nicht schlecht. So. Jetzt gucken wir mal, was... Achso, das können wir abgeben. Das können wir abgeben. Das können wir abgeben. Das können wir abgeben. Das können wir auch abgeben. Also die können wir alle abgeben. Die Schwarzmaschen machen wir später. Indem sie Melisse Blumen schenken. Wo verdammt nochmal waren die blöden Blumen? Orglons Familienleben. Melanas Beitritt. So, das Herz des Waldes. Öl, Naturdamen, makelloser Rubin, Blitzrune des Großmeisters. Eine Blitzrune des Großmeisters. Die habe ich wahrscheinlich nicht. 1000 Runen aber. Großmeister Flamme. Großmeister Frost. Doch, Großmeister Blitzhammer. Das ist nicht schlecht. Haben wir das Öl auch? Nee, ne? Warte mal. Doch, das Öl haben wir auch. Das Öl haben wir, die Blitzrune haben wir. Den Naturdarm. Nee, den Naturdarm finden wir erst in den Schwarzmarschen. Okay, soweit hätten wir alles. Ich werde mal ein paar
Das können wir verkaufen. Das verschenken wir. Das verschenken wir auch. Das Bier verschenken wir auch. Das verschenken wir auch. Das verschenken wir auch. Das auch. Machen wir noch kurz ein paar Geschenke. Und während ich dann Pause mache, werde ich mal ein paar Runen schmieden. Weil das dauert echt lange und ist echt langweilig. So, machen wir erstmal Velana. Velana. Du bekommst das. Ich bin gerührt. Tagebuch. Hab Dank. Das Totengebet, glaube ich, ist jemand anders. Das bekommst du. Vielen Dank. Das ist ein reizendes Geschenk. Vielen Dank. Das ist ein reizendes Geschenk. Ich bin halt nett. Orglen. Ja, das kann nicht schaden. Ja, du bist aber zickig. Ja, das kann nicht schaden. Oh. Vielen Dank. Okay, das war nicht für dich. Na gut, aber das Fernglas. Oh, es ist genauso, wie Valan es beschrieben hat. Nur viel glänzender. Darf ich es behalten? Ich weiß natürlich, dass es nicht richtig ist. In der Legion dürfen wir keinen Besitz haben. Nun, den Wächtern ist es durchaus erlaubt, Dinge zu besitzen. Wenn ihr das sagt, Kommandantin. Mhm. Vielen Dank. So, ist auch noch nicht so weit. Aber sie hat ja auch eine persönliche Quest in der Stadt. Oh, wie schön. Vielen Dank. Ach, das war auch nicht für dich. Vielen Dank. Ja, das sind die Dinger noch aus Origins, die ich ihr da gerade hinknalle. Maseranas. Gut, okay. Dann sage ich, machen wir hier erstmal Schluss. Wie gesagt, ich werde ein paar Runen machen und werde mal gucken, warum ich hier so viele Frames ausgelassen habe. Dann sehen wir uns heute Nachmittag zur gewohnten Uhrzeit wieder. Wie gesagt, ich glaube, 15 Uhr werden wir weitermachen. Mit Awakening. Und ich denke mal, heute Nachmittag werden wir das beenden, weil wir haben echt nur noch die Schwarzmarschen und dann das Finale. So. Hopsala. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag. Bis später. Ciao, ciao.